Im Zentrum dieses Denkmals steht ganz klar Martin Luther, der Reformator. Geboren 1483 in ein wohlhabendes Elternhaus hinein, zunächst freie Künste studiert und dann aber ein ganz bedeutendes Erlebnis gehabt. Der Legende nach soll Martin Luther während eines Gewitters unter einem Baum gesessen haben und gesagt haben: Okay, lieber Gott, ich gehe jetzt ins Kloster, ich werde Mönch. Und das hat Martin Luther auch eingehalten. Er hat tatsächlich Theologie studiert, wurde später auch zum Doktor promoviert und hat zunächst eine ganz normale Kirchenlaufbahn eingeschlagen. Allerdings hat er mit der Zeit gemerkt, hier in der Kirche, da stimmt aus meiner Sicht etwas nicht, da muss sich etwas ändern. 1517 hat Martin Luther deshalb 95 Thesen veröffentlicht, die bestimmte Dinge innerhalb der Kirche angeprangert haben. Vor allem der Ablasshandel stand im Zentrum von Martin Luthers Kritik. Und damit hat er an den Grundfesten der Kirche damals gerüttelt. Hat vielen Leuten gar nicht gepasst, so dass ausgehend vom Erzbistum Mainz ein Verfahren gegen Martin Luther angestrengt wurde über den Papst und Martin Luther sollte sich von seinen Thesen lossagen. Und zwar hier in Worms. Das hat er allerdings nicht gemacht und so kam es schließlich, dass Martin Luther 1521 exkommuniziert wurde und es wurde die Reichsacht über ihn gelegt. Martin Luther hat das wenig beeindruckt. Er hat starke Förderer gehabt, Leute, die ihn unterstützt haben. Er kam schließlich in der Wartburg unter und hat dort das Neue Testament übersetzt ins Deutsche. Das war das erste Mal, dass es dieses Testament für viele Leute verständlich zu lesen gab. Zumindest für die Leute, die damals lesen konnten. Und mit diesen Thesen und, wenn man so will, indirekt auch mit der Übersetzung des Neuen Testamentes hat Martin Luther etwas losgetreten, das nicht mehr aufzuhalten war. Eine Spaltung der Kirche.